Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Frankreich. Wir befinden uns gerade im Krieg gegen den Kirchenstaat. Wir hatten Neapel an unserer Seite, die wurden leider sofort rausgenommen, haben ein paar Provinzen am Kirchenstaat abgegeben, die wir ihnen gleich zurückgeben werden. Wir haben dafür Aragon rausgenommen und das Bündnis gegen Burgund gebrochen oder mit Burgund gebrochen, damit wir später oder wahrscheinlich relativ schnell gegen Burgund ziehen können ohne Aragon. Wir müssen jetzt aber erstmal den Krieg gegen den Kirchenstaat weitermachen. Wir befinden uns bereits in ihren Gebieten, dauert nicht mehr allzu lange. Unsere anderen Truppen, hier stehen noch welche. Ah, oh, und hier, okay. Gehen wir nach Paris, dich brauchen wir nicht mehr. Ja, wir besetzen jetzt hier noch ein bisschen. 30.000 Mann, unsere Untertanen. Freiheitsbestreben ist nicht besonders hoch und wir können aber immer noch nichts machen. Okay, ansonsten, Leute, denkt bitte ans Abo, wenn euch die ganze Geschichte gefällt. Und wer noch kein Abonnent ist, vielen Dank dafür. So, wir starten ins Spiel. Wir sitzen bereits in Rom. Wir gucken mal wieder. Habt ihr immer noch keinen Bock? Nein, weil wir Rom wahrscheinlich erst besetzen müssen. Nehme ich zumindest mal an, dass es daran liegt. 10 Prestige oder Aragon mag mich. Hm. Machen wir mal. Komm, wir machen mal Aragon. Wir machen mal Aragon. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Ich würde ja eh gern die Rivalen. Also sogar eigentlich sogar beide Rivalen wechseln. Also sowohl Spanien als auch Aragon. Und zwar auf Österreich und England. Gegen die werden wir öfter ziehen müssen. Deswegen, warum nicht? Warum nicht? Hat Burgund gerade Krieg? Nee, die ziehen hier einfach nur gerade wild rum. Okay. Ja, Rom, fall mal bitte. Komm, wir können in irgendeine Tech gehen. Oh, Kanonen. 820. Der Osman ist sogar eine Tech hinter uns. Sind wir dann die Ersten, die Kanonen hätten? 6. Wahrscheinlich. Ich würde das tatsächlich, also normalerweise auf gar keinen Fall, aber in dem Fall würde ich das unglaublich gerne tun. Und wir gehen jetzt mal her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Warum 4 Kanonen? 2er Bonus beim Belagern. Bei zwei oder dreier Festungen, ich weiß jetzt gar nicht. Also wenn es keine einer Festung ist, sondern schon eine größere Festung, dass wir trotzdem einen Zweier-Bonus gleich haben. Und ich würde gerne tatsächlich... Wird uns wahrscheinlich nichts mehr bringen für Rom, aber wir bauen es einfach schon mal. Was wir haben, das Hammer. An sich will ich auf jeden Fall hier auch noch 4 Kanonen drin haben. Könnt natürlich wie immer auch mit einem Belagerungsdeck spielen, wer das möchte, ist klar. So, wir haben... Ah, jetzt die Kanonenquest wahrscheinlich, oder? Ja. Ah, einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Ich muss die Schlachten gar nicht gewinnen. Ja, logisch. Okay, wir kriegen sogar noch 3 Kanonen geschenkt. Was noch? Festungsstürmen, Belagerungsbeitrag, Atelier. Okay. Ja, gut, mach mal. Dann haben wir jetzt hier sogar schon 7 Kanonen. Ich meine, so 10 können wir ja ruhig irgendwo reinhauen in so einen Stack. Ja, komm, wir bauen mal noch die 8. Dann ist wenigstens unsere Armeegröße voll. Kostet uns jetzt gleich unglaublich viel Geld wahrscheinlich. Loyalität, Autonomie, Alecor, Moralarmee auf gar keinen Fall. Ja, kostet uns unglaublich viel jetzt hat. Kostet uns unglaublich viel. So, hier gehen wir in die Tech rein. Wir werden nicht allzu viel Korn, eigentlich nur eine Stadt. Hier haben wir nochmal Steuereinnahmen dafür. So, das war Rom. Jetzt gucken wir mal Kirchenstaat. Genau, wir wollen noch dein ganzes Geld. Und mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Du gibst deine Provinzen zurück. Hier haben wir noch irgendwelche Verträge.
Aragorn interessiert mich nicht. Nee. Forderung senden. Zack. Gut ist. Gut ist. So. 102 kostet uns das. Mhm. Werden wir Koren? Werden wir Koren? So. Wir sind außerhalb des Krieges, deswegen. Ich würde gerne auf jeden Fall Kastilien ändern. Ja. Auf Kastilien. Warum kann ich nicht England oder Österreich nehmen? Was soll denn der Scheiß? Okay, wir lassen es dann einfach so gut, dass ich nicht noch den Aragorn auch noch rausgemacht habe. Gut, dass ich Aragorn nicht auch noch rausgemacht habe. Gut, Auvergne nehmen wir auch mit. Was richtet Calais als Hauptwarenhafen ein? Brabant hasst uns dafür, ist mir egal. Merkantilismus super. Minus 40 Admin ist egal. Und Calais bis zum Ende des Spiels Handelsmacht. Ja, natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das. So, jetzt müssen wir aber... mal kurz gucken. Haupthandelshafen heißt, unser Handel ist nicht mehr hier. Das heißt, wir müssen jetzt den Händler... Hä? Warte mal, wir warten mal kurz einen Monat. Das ist doch der Ärmelkanal. Hä? Wir haben doch gerade die Entscheidung angenommen. Aber der Haupthandelshafen ist ja nicht jetzt... Hä? Okay, der Haupthandelshafen ist halt trotzdem nicht hier. Trotzdem in Paris. Was ich grundsätzlich besser finde, aber verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Burgund ist kein Rivale mehr von mir. Was? Ja, aber Burgund. Wir müssten eigentlich in den Krieg ziehen. Okay, es macht niemand mit. Schweden ist da dabei. Holland, Flandern, Brabant, Nevers sind die Untertanen. Aachen, Dortmund, Schweden. Wir sind wesentlich stärker nach wie vor. Wir gucken mal ganz kurz rein. Haben wir hier noch einen geilen Berater? Nein. Aber wir haben die Kanonen. Burgund. Okay, minus 1, 10. Burgund ist dann leicht stärker als wir. Aber wie gesagt, wir haben die Kanonen und wir haben mehr Truppen. Und wir bräuchten für Burgund am besten hier alles. Also sowohl östlich als auch westlich. Das hier. Ist schon relativ viel, muss man sagen. Ist schon relativ viel. Wahrscheinlich wieder erst Korn. Verbinden uns mit dem... Basierend drauf, was wir ein bisschen anhalten. Wir verbinden uns mit dem Kirchenstaat. Nee. Ach, da halten... Ach, das war... Ah, ich Vollidiot. Das war ja der Grund, warum ich ja versucht habe, mit dem Kirchenstand das positiv zu lösen. Dieser Anspruch auf Palästina wäre halt nett gewesen. Und da unten halten... und kriegen wir jetzt den Anspruch auf Neapel.
Dann müssen wir quasi erst Neapel dann das Bündnis lösen. Ja, okay. Okay. Achso, Burgund. Jetzt macht Polen mit. Das ist gut. Polen gegen Schweden quasi. Eventuell. Polen werden wir auf jeden Fall mit reinrufen. Kriegsziel Auxerrois oder so ähnlich. Ist auch in Ordnung. Wir beginnen auch direkt mit dem Krieg gar nicht lang rum. Kopf in Nacken und so weiter. So, jetzt können wir hier Korn. Die Belagerungen machen eindeutig wir. Generäle sind überall drinnen, weil wir haben auch die Kanonen. So, schauen wir mal. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den für 4 Artillerie 2er Bonus. Na, wir haben ja sogar 8 Artillerie hier drinnen. Da haben wir genau den 4er Bonus. Das meine ich. 4. Na, okay, hier ist eine 1er Festung drinnen. Da haben wir auch einen 4er Bonus. Hier haben wir auch den 4er Bonus. Sind überall noch 1er Festungen drinnen. Bis auf hier anscheinend. Okay. Ja, dann wären die Belagerungen natürlich Pipifax. Oh, hier oben. Da müssten wir mal kurz rein eigentlich. Das wäre nicht schlecht. Unsere Belagerungen sind so schnell durch hier. Wir ziehen... Oh. Minus 1500 C, Leute. Wir ziehen auch gleich unsere Truppen dann hier rauf. Da moschen wir mal kurz mit. Da, Nivernais ist bereits gefallen. Lille auch. Rauf da. Ah, ich habe die Hauptstadt verlassen gerade. Oh, sie hauen ab. Na gut, wieder runter. Wieder runter. Klerus erhält Einfluss, Kostenstabi, Missionarstärke brauchen wir eigentlich momentan alles nicht. Papsteinfluss wäre nice, aber Problem ist, wir sind nach wie vor exkommuniziert. Machen hier mal weiter mit Beziehungen verbessern. Dann hätte ich gerne hier noch Verbündete. Eigene Untertanen lassen wir jetzt erstmal kurz weg. Machen wir nach Kastilien. Vielleicht kriegen wir ja Kastilien raus, deswegen. Hier nehmen wir auch das Prestige mit. Spionagenetzwerk braucht man nicht. Barua. Nevers ist immer im Krieg. Ja, okay, dann belager einfach erstmal Nevers. Dann belager mal Nevers. Okay, Kastilien schon fertig wieder. Dann machen wir doch die eigenen Untertanen wieder. Dion gefallen. Dann einmal da rein. Wir belagern schneller, also machen wir das auch. Erstmal hier, wir belagern schneller, deswegen machen wir das auch. Erstmal hier von minus 14 auf minus 21 runter. England hat mich als neuen Rivalen bestimmt. Das finde ich hervorragend. Das heißt, ich kann dich jetzt auch gleich als neuen Rivalen bestimmen. Wer hat denn dich noch drinnen? Schottland, Burgund. Na gut, das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts. Ich würde gerne... Können wir hier... Nein, wir kommen hier nicht rein, blöderweise. Minus 9 Dukaten. Fall... Rein da.
Okay. Einmal hinfort. Was macht denn Polen und Schweden eigentlich? Polen hier drüben kämpft sehr viel. Hier ist Schweden, Herzogtum Preußen. Oh, mhm. Vasall von Polen, okay. Na gut. Polen kämpft hier. Oh, schaut mal, Walachei. Die Walachei hat einen Teil von Ungarn gefressen. Wahrscheinlich, weil Böhmen auch einen Teil von Ungarn gefressen hat. Interessant. Wir lassen Schweden Schweden sein. Wir gucken einfach mal kurz rein. Wir wollen das. Au, Witzwick. Ah, 80 aggressive Expansion. England, Österreich, Aragon. Das werden wir nicht schaffen in einem Krieg. Das werden wir schon wieder mal nicht schaffen in einem Krieg. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, jetzt holen wir uns hier endlich den Kolonisten. Danach können wir wieder auf die Tech gehen und wir bleiben... Wir bleiben friedlich. Ich spiele einfach gerne mit den Kolonien friedlich. Und wir könnten uns noch nicht mal das Teil hier unten schnappen, okay? Ärgerlich. Ärgerlich. So. Sind wir mit Lüttich im Krieg? Nein. Okay. So, dann hier rauf. Brüssel ist gefallen. Da haben wir Aachen. Dann gehen wir mal nach Aachen. Burgund hat keinen Bock mehr. Wir warten mal das Jahr auf jeden Fall noch ab. Schweden sollte keinen Bock mehr haben. Das wäre nicht schlecht, aber... Schaut halt schlecht aus. Da oben ist Dortmund. Dann marschierst du... Ja, marschier mal hier rüber einfach mal. Wir werden sehen, was passiert. Marschier einfach mal mit einem Druck darüber. Luxemburg gefallen. Rein da. Vielleicht können wir ja bei Polen noch irgendwas machen. Vielleicht können wir ja noch irgendwas machen. Minus 10 Dukaten momentan. So, Den Haag. Wir können nur diese 80 aggressive Expansion. Das wird uns einfach nicht bringen. Okay, rein da. Niemand hilft Schweden. Das ist gut. Das ist gut. So, Schweden kein Bock mehr, oder? Ne, haben noch Bock. Schweden hat noch Bock. So, Aachen will raus, das denke ich mir. Aber wir marschieren erst weiter nach Dortmund. So, Aachen darf jetzt raus, ist mir jetzt egal. Ja, rein da. Das war kein Wipe. Okay.
Wir nehmen den Merkantilismus mit, wenn man schon kriegen. Oh, wir sind Dummschwätzer. Das gefällt mir tatsächlich gar nicht. Okay, dann holen wir uns mal Warschau schnell zurück. So, Dortmund, möchtest du raus? Nein. Schweden, möchtest du jetzt raus? Nein. Und was sagst du? 208. Aber auf jeden Fall, das Jahr müsste man wahrscheinlich auch nochmal abwarten. Okay, wir lassen den einen mal kurz, um unser Geld ein bisschen zu sparen. So, Polen ist raus. Okay, finde ich schade. Aber dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Geld spielt keine Rolle. Nach wie vor nicht. So, das war Den Haag. Dann gehen wir runter. Da drüber sitzt schon unser Vasall. Dann warten wir jetzt mal auf die Truppen, die hier so kommen wollen. Da haben wir schon 8000 von Burgund hier oben. Wir haben ja 5, 7, 3. Geh mal da rein. Okay, das haben wir locker geschafft. Sehr schön. Fährst aber trotzdem wieder zurück. Okay, Kriegsstand wird übersteigt nicht mehr. Gegen wen sind wir hier noch im Krieg? Da hinten ist nochmal Holland. Hier. Da haben wir anscheinend auch noch was. Da, Schweden. Willst du raus? Nein. Hat Dortmund gefallen. Geh da oben hin. Oder wir machen es jetzt einfach so. Problem ist, das Jahr ist vorbei. Burgund, Lothringen, Lüttich, Savoyen, Schweiz, Österreich, England. Es sind zu viele Truppen, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ja, so machen wir's. So machen wir's. Es ist ärgerlich. So, jetzt haben wir die eine Mission hier mit Burgund. Jetzt haben wir die eine. Und wir müssen aber was tun wegen unserem Geld gerade. Ja. Kanonen sind teuer. Ja, die zwei brauchen wir noch. Okay. Was ist denn jetzt hier mit Avion? Achso, Moment, Moment. Wir müssen ja noch was machen. Avion, genau.
Wir beleidigen mal den Kirchenstaat. So. Dieser Kriegsgrund ist 15 Jahre lang gültig. Aber jetzt folgendes Problem. Also erstmal, wir müssen hier das Bündnis brechen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Wie lange haben wir jetzt Waffenstillstand? 84, 5 Jahre. Machen wir mal. Ich hätte halt gerne die PU gehabt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mailand ist ein Untergebener von Frankreich. Ah! Und jetzt haben wir auch noch den Unterwerfungskriegsgrund gegen Mailand. So, und jetzt bereue ich es gerade, dass ich nicht noch eine Provinz weniger genommen habe. So aggressive Expansion und so. Aggressive Expansion und so. So, pass mal auf. Kastilien, Aragon. Wir nehmen jetzt mal hier rein England, Kastilien. Nein, wir nehmen jetzt mal England rein. Und wir nehmen jetzt mal den Osmanen rein. Wobei der Osmane mir eigentlich vollkommen wurscht ist. Ich hätte gerne Österreich, hätte ich gerne drinnen. Und Aragon würde ich gerne auflösen. Vorübergehend. Weg. Aber dann brauchen wir einen drinnen. Das muss der Osmane sein. Eins kann man leer lassen. Zwei nicht. Okay. Dann Beziehungen verbessern. Hier auch nochmal. Immer in der Hoffnung, vielleicht hebt dir einer seine Rivalität quasi zu mir auf. Das wäre der Grundgedanke dahinter. Das wäre der Grundgedanke dahinter. Also, 47%, aber wir können jetzt entziehen und sogar ohne Aufstand, wenn wir eine Mission machen. Montpellier Grundsteuer, Mamelukenreichsmeinung oder eine Werkstatt, die wir bauen, und zwar hier. 019 ist ja sogar gut. Okay, dann hätte ich hier gerne die Kolonieentwicklung, auch wenn wir noch keine Kolonie haben. Eine frühe Karacke, schön, nehmen wir mal, aber bringt mir nichts. Na, komm her. Auch wenn mir der Papsteinfluss momentan nichts bringt. Ich würde es am liebsten hier den Krieg halt sofort anfangen.
Aber das ist halt wahrscheinlich brutale, aggressive Expansion. Quasi gerade zu einem ganz schlechten Zeitpunkt für uns gekommen. So, und wir haben jetzt aber 50, 52 sogar. Heißt, ich würde jetzt gerne mal jemanden vereinnahmen, und zwar den Schwächsten. Die Bourbonnais. Kann ich aber nicht. Dann fangen wir mit Foix an. Das dauert 83, 2 Jahre. Das ist doch super. Das ist doch super. Wir können in Attack gehen. Nächste Ideengruppe. Das wird auf jeden Fall militärisch. Das wird elitärisch. Die Frage ist Quantität. Oder offensiv. Ich würde ja, glaube ich, erstmal auf offensiv gehen. Ja, wir könnten in dem Fall auch auf Qualität gut gehen. Wegen den Schiffen. Aber ich bin der Meinung, am Anfang nehmen wir... Ja. Fangen mit der Qualität an, weil am Anfang ist die Kampfstärke Infanterie jetzt, also ist am Anfang des Spiels stärker als zu dem späteren Zeitpunkt des Spiels, weil dann ja die Infanterie immer schlechter wird und die Artillerie immer besser wird. Okay, wenn wir jetzt voll bezahlen, was ich wieder machen möchte, machen wir plus. Wie viele Kirchen haben wir denn? Wo war denn das mit den Kirchen? Scheiße. Das Mailand, Krone Neapel, Alpenpass, das waren die Galeeren, Drohnen von Neapel, Nordamerika, Küste Niederlanden ruft Old LDF Frankreich. Hier, zwei bräuchte man noch. Da war dann noch irgendwas mit einem Papstpalast oder so. Okay, wir haben irgendeine Quest abgeschlossen. Schottland. Das ist gut. Das ist gut. So, und jetzt haben wir hier einmal die Quest Mailand. Mailand ist ein Untergebener von Frankreich. Mission abgeschlossen. Sicherung von Mailand. Der Punkt ist, wie viel aggressive Expansion macht das? Vor allen Dingen, weil wir danach ja auch noch Neapel brauchen. Das ist 84. Schon wieder bei 34 Minuten. Nee. Marokko. Tunesien, oh.
Ich hätte jetzt gerne eigentlich noch irgendeinen coolen, starken Verbündeten. Heben wir uns für die nächste Folge auf, Leute. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.